Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endroll Folge 2. So, wir haben in der letzten Folge alle Menschen hier begrüßt und so weiter und so fort. Ich würde sagen, weil die Tiere alle weg sind, gucken wir einfach mal, ob hier irgendwie was ist. Hey Russell, bist du fertig, mit jedem im Dorf zu reden? Hä, du hast das gemacht, aber weißt jetzt nicht, was du jetzt noch machen sollst? Willst du vielleicht mit mir in den Dozing Forest kommen? Guck mal, also Gardenia hat mir erzählt, dass sie ihre Haarklammer oder sowas dort vergessen hat oder verloren hat. Und aus irgendeinem Grund ist es mir jetzt wieder aufgetragen worden, das für sie zurückzuholen. Also willst du mitkommen? Es wird ein netter Spaziergang. Ja, okay. Ah, cool. Das wäre echt hilfreich. Und je mehr, desto besser finden wir auch irgendwas, nach dem wir suchen. Lass uns doch mal losgehen. Das ist etwas gefährlicher Stuff im Wald, also pass auf dich auf. Tabasa ist jetzt bei uns. Okay. Tabasa ist Level 2. Hat er irgendwelche Skills? Nö. Aber er hat... Verstehe nicht, was ist dieses P? Na gut, egal. Der Wald war, glaube ich, hier einfach nur nach links. Dann gucken wir einfach mal, was der Wald so für Gefahren birgt. Gut. Was ist das hier? Ein orangener Ballon. Ja, der ist orange. Ich würde sagen, wir speichern einmal. Was bist du denn? Ich kann mich nicht mehr kontrollieren, nicht mehr kontrollieren. Hilf mir. Du da. Ich flehe dich an, bitte. Gib mir einige Wörter der Ermutigung. Bitte. You can do it. Dankeschön. Warte, warte. Bleib einfach hier. Das verstehe ich nicht so ganz. Puh, endlich aufgehört. Danke dir. I'm a world being Incarner. Ich werde bald ein Incarner sein? Deine Wörter der Ermutigung, sie waren in der Tat wahr. Lass mich dir danken. Ein Superball erhalten? So wie bei Pokémon. Wir sind so verängstigt von diesem grünen Monster dort vorne. Wir können jetzt keine Geschäfte erledigen. Ich glaube daran, dass du irgendwas da über dieses grüne Monster machen kannst. Wenn du schon dabei bist, glaube ich. Dankeschön. Da ist also ein Gegner. Was machen wir mit diesem Superball? Den können wir gegen alle Gegner werfen. Der macht viel Damage. Stand da? Ach, unsere Stadt hat keinen Namen. Hat wirklich keinen Namen. Nameless Town. Oh, was für Trubel, was für Trubel. Was soll ich tun? Du dort, Junge, würdest du mir bitte helfen? Bitte, hör mich aus. Was ist denn los? Dankeschön. Siehst du, diese wir Incarner haben friedlich Business betrieben im Wald. Und nun ist ein ekelhaftes Biest dort erschienen. Und jetzt können wir das nicht mehr machen, ist das nicht schrecklich? Wir sollen etwas gegen das Monster unternehmen, bitte, ich werde dich auch entlohnen. Ich sehe hier nichts. Dark Overtown. Achso, da können wir nicht längst, weil wir keine ID-Karte haben. Ein Zoo-Ticket ist erschienen und ein Affe. Okay. Das Zoo-Ticket ist zerstört. Die Musik gefällt mir. Die Monster sind verschwunden. Bisschen Erfahrung, Walnüsse, Trial Pill. Das ist eine Trial Pill. Ach, die heilt. Aber auch nur einen. Seaside. Was ist hier? Ein Catty, also ein Kätzchen. Ja? Was ist mit dir los, Kind? Hast du etwa irgendwas mit uns zu am Hut? Ja? Sorry, wir lassen dich nicht durch. Wir haben gerade wichtige Geschäfte zu erledigen. Miau. Nun weg, weg, schnell. Gefährliche Geschäfte. Miau. Schnell, bevor du weg bist. Bevor du verletzt wirst. Da haben wir wieder ein Zoo-Ticket. Oh, das hat angegriffen. Das Zoo-Ticket. Und der Affe sieht sehr lieblich aus mit seinem ganzen Herzchen. Noch so ein Herzchen-Gesicht. So, okay. Weiß nicht, was mit diesen Geschenken ist. Ich möchte lieber speichern.
Es ist auch ein wenig ein Horrorspiel. Aber wahrscheinlich mehr auf der Story liegend. Da kommen wir nicht durch, das sehe ich schon. So, das heißt, wir gehen wieder nach oben. Und gehen mal nach links. Hier geht es ja auch noch weiter, aber vorher speichern. Wer weiß, was da auf uns wartet. Hier ist dieses Haarklammern-Ding. Aber sonst nichts. Hey, da ist es ja, diese Haarklammer, die Gardenia verloren hat. Das ist sie wahrscheinlich, richtig? Uff, ich kann nicht glauben, dass sie mir all diese Arbeit aufträgt. Selbst wenn es jetzt nur sowas war. Wie auch immer, ich bin froh, dass wir es gefunden haben. Nun lass es uns Gardenia zurückbringen. Was? Witnessing One. Was zur Hölle ist das? Ich wusste nicht, dass es irgendwie sowas hier in diesem Wald gibt. Ich weiß nicht, was abgeht. Aber pass auf, Russell, es kommt. Wir haben echt keine Skills? Witnessing One. Ich weiß nicht, was das heißt, aber sowas wie der Bemitleidende oder sowas? Wir wissen, was du ihnen angetan hast. Wir wissen, was du getan hast. Wir haben zugesehen. Genau wie du. Tabasa ist ausgewichen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Okay. Also der Witnessing One hat jetzt die Form eines Affen angenommen. Okay. Der Affe lacht und irgendwas ist passiert. Ich glaube, die Fans von irgendjemandem ist runtergegangen. Als ich hereinkam, hat der Zoowärter die Affen gefüttert. Die Affen haben laut geschrien. Ich hatte eine Vision von Dad. Er sollte einfach sterben. Okay. Ah, das geht noch. Wir haben noch genug Leben. Dann habe ich mit dem Zoowärter ein wenig gesprochen. Er war echt nett. Und hat mich heimlich in seinen Raum hineingelassen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so wäre, einen großen Bruder zu haben. Als ich das gedacht habe, wurde ich ein wenig traurig. Und habe den Hinterkopf des Zoowärters getroffen oder geschlagen. Er war gerade kniend vor einem Käfig. Also war es ganz einfach, ihm von hinten in den Kopf zu hauen. Russell, was ist los? Geht's dir gut? Du kannst später über Sachen nachdenken. Dieser Typ hier ist gerade ziemlich schwach, jetzt gerade. Nur noch ein bisschen. Oh, jetzt müssen wir aber mal heilen. Items? Was macht das? Achso, falls jemand K.O. geht und Tabasa kann angreifen. So. Boom! So, die Monster sind verschwunden, 30 Erfahrungspunkte, 10 Walnüsse und eine Kapsel erreicht und Russell Level 2, Squad erlernt. Mhm. Mann, das war hart. Russell, geht's dir gut? Aber was war das für ein Ding? Es hat irgendwie etwas traurig ausgesehen, hä? Vielleicht lag's auch einfach an mir. Oh, richtig! Wir dürfen nicht vergessen, wofür wir überhaupt hier waren. Lass das schnell zu Gardenia bringen. Da haben wir es. Was ist das hier? Du bist in deinem eigenen Traum. Wenn du zurück möchtest, darfst du das vielleicht. Wenn nicht, tschüss. Ach so, nö. Nö, da können wir auch... Wir sind in unserem eigenen Traum. Wir sollen das machen, wie wir wollen. Also ich möchte jetzt nicht einfach so zurück. Das ist ja jetzt kein weiter Weg. Und wir möchten ja auch unsere Belohnung abholen. Von dem Viech, diesen Inkana. So, da haben wir noch mal ein bisschen Erfahrung bekommen. Zack. Mal sehen. Oh, ich glaube, Tabasa ist gleich tot, ne? Ach nö, der hält noch was aus. Tabasa ist der. Och, er ist ausgewichen, der Affe. Und die gehen gerade eh alle nur auf Russell.
Und wir können einmal ganz kurz gucken, was Squat macht. Heilt uns. So. Tabasa Level 3. Wildes Rumfeuern erlernt. Okay, wir haben das Ding hier vernichtet. Also du hast dein Versprechen gehalten. Jetzt ist das Monster weg. Meine Geschwister können jetzt wieder hier ihr Geschäft betreiben. Dankeschön. Und ich werde mein Versprechen halten. Bitte nimm das. Moment, ich frage mich, wie viel... Manchmal Power auf da. Wie viel Power, also wie viel Kraft von Zweifeln dich deinen Geist beschützen lassen? Was? Aber können wir das equippen? Head? Diary. Defense up, ja, können wir aber machen. Machen wir einfach mal. Und speichern nochmal ganz kurz. Also manche Kämpfe scheinen sich ein bisschen hinzuziehen. Sollten wir in einer Umgebung hier, wie jetzt gerade, achso, das muss ich gar nicht machen, viele Kämpfe haben oder einen weiten Weg oder sowas, dann werde ich das, glaube ich, schneiden. Weil das ja sonst, ist es ja vielleicht einfach mal, da müssen wir gar nicht hin. So zwei Folgen oder sowas, wo wir dann nur kämpfen. Das ist ja nicht so cool. Aber das macht nichts. Ihr könnt ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ich das dann schneiden soll oder nicht. So, Gardenia. Hier, Gardenia. Deine Haarklammer. Das ist doch die richtige, oder? Wow, ja, das ist sie. Danke euch beiden. Ich werde es niemals wieder verlieren. Ja, bitte. Russell und ich hatten eine ziemlich harte Zeit wegen diesem Ding. Hä? Wirklich? Aber ich bin froh, dass ihr beiden sicher seid. Danke dir auch, Russell. Oh, ich weiß. Das könnt ihr jetzt als Belohnung haben. Einen gesunden Karottensalat. Hey, sieht's nicht lecker aus? Ich habe es von einer gesunden Karotte frisch geerntet vom Feld draußen. Ich werde aufpassen, dass ich das nicht nochmal verliere, aber ich werde auf euch beide zählen, falls es doch mal so weit kommt. Uff, das war zeitfressender als gedacht. Sorry, dass ich dich damit hineingezogen habe, Russell. Du bist, also irgendwie hat es so geendet, dass du mir mehr geholfen hast. Dankeschön. Alles klar, ich gehe dann nach Hause. Und, kannst du mich jederzeit rufen, wenn irgendwas ist. Tabas hat unsere Party geleftet, verlassen. Und über Party-Members. Und sobald einmal eine Person unserer Party gejoint ist, selbst wenn dieser Tag oder sowas endet und sie verlassen, können wir sie zurück in die Party holen. Indem wir mit einem orangenen Ballon sprechen, können wir die Leute als Hilfsmitglieder wieder zu uns adden. Und wir sollen immer Helfer mitbringen. Achso, und immer wenn wir in die Stadt zurückkommen, werden alle Hilfsmitglieder entfernt. Es geht gerade um dieses komische Monster. Okay. Dann speichern wir nochmal. Und können wir jetzt noch irgendwie was machen? Vielleicht nochmal zu Tabasa reingehen? Vielleicht ist da ja nochmal was. Yo, Russell! Danke dir für die Hilfe vorher. Also, was gibt es? Das Monster im Wald. Ja, das. Was war das? Es hat dich irgendwie ziemlich angestarrt. Hä? Hat es irgendwas gesagt? Ich habe nichts gehört. Nun komm schon, mach keine gruseligen Witze. Ich bin nicht wirklich gut mit solcher Art Witzen. Und dann haben wir noch über Gardenia. Ja. Sie verliert ganz oft Sachen. Und sie ist nie wirklich ruhig. Aber hey, sie ist ein gutes Kind. Und ihre Kochkünste sind echt super. Sie könnte eines Tages eine echt tolle Frau abgeben. Nee, da ist nichts, okay? Ich bevorzuge es, eine andere Art von Frau zu finden oder so.
Ja, aber Gardenia ist ja auch 14 und du bist 23 oder so. Also bitte. So, was können wir denn jetzt noch machen? Wir können auf jeden Fall nicht rennen. Das ist immer sehr enttäuschend. Was ist mit dir hier? Hey, wie war es im Wald? Will's one thing. Aber gestern war ein dubioses Monster hier in der Stadt gesichtet. Kam direkt in meine patrouillierende, auf meinen patrouillierenden Pfad. Und ihr versteht schon. Russell, brauchst du irgendwas in der Küche? Ich helfe gerade Dogma aus. Habe ich schon erwähnt, dass wir Geschwister sind? Uff, diesen Ort hier sauber zu machen, ist echt nervig. Ich bezweifle, dass mein Bruder das jeden Tag macht. Du bist es. Brauchst du irgendwas von mir? Ich habe es vergessen zu erwähnen, aber Cody ist meine Schwester. Und sie kommt gerade hierher, oder sie ist gerade hierher gekommen, um die Küche sauber zu machen. Nun, sie ist heute ein wenig touchy. Aber sie ist eigentlich eine schlechte Person. Was? Das habe ich sicherlich nur falsch übersetzt. Aber hey. Weiß nicht, sollen wir zurück in unser Häuschen? Ich speichere mal ganz kurz. Soll ich da hineingehen? Ja, okay. Ein Stück Papier mit einem Bild eines Affen lesen. Lesen. Dads Geschrei war echt nervig. Also habe ich entschieden, heute in den Zoo zu gehen. Ich habe das Eintrittsgeld von der Geldbörse meiner Mutter. Als ich reinkam, hat der Zookeeper, Zookeeper ist Zoowärter, ich werde das öfter mal so, ne, der hat gerade die Affen gefüttert. Die Affen waren echt laut, das hatten wir doch schon. Ich hatte eine Vision von Dad, er sollte einfach sterben. Dann habe ich ein wenig mit dem Zoowärter gesprochen. Der war echt nett und hat mich heimlich in seinen Raum hineingelassen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde es sich so anfühlen, einen großen Bruder zu haben. Als ich das dachte, wurde ich ein wenig traurig und habe den Hinterkopf des Zoowärters ge geschlagen. Er war gerade kniend vor einem Käfig, also war es einfach, ihn zu treffen. Warum würde er nicht mein großer Bruder sein? Ich war traurig. Nervige Affen. Haltet's Maul. Nervige Affen. Was guckt ihr denn? Was guckt ihr? Ein familiäres Tagebuch. Sollte ich es öffnen? Öffnen. Kannst du mir erzählen zu rehabilitieren? Doofes Wort. Aber ich weiß halt nicht, was ich hier wirklich in diesem Traum machen soll. Ich habe nicht diese Schuld, die die Erwachsenen dauernd erwähnen. Also wird auch dieser Traum mir nicht die Schuld geben. Jeder in diesem Traum ist nett. Und es ist bis jetzt einfach nur Genuss. Warum habe ich es verdient, mit solch Fröhlichkeit hier zu sein? Ich habe wieder diesen Traum. Das ist das glücklichste Ding gerade. Und darüber nachzudenken, was morgen passieren wird, lässt mich irgendwie echt fröhlich werden oder aufgeregt. Mit diesen Gefühlen ist doch keinerlei Chance, dass ich rehabilitiert werde. Also denke ich, dass dieses Experiment ziemlich nutzlos ist. Und sobald sie erkennen, dass ich kein gutes Subjekt bin, dann werden sie mich einfach umbringen. Aber es juckt mich nicht. Können wir raus? Wir können raus. Hey Russell, was habe ich dir getan? Ich habe doch nichts getan, oder? Also warum hast du das getan? Du dachtest, niemand würde zugucken, aber sie haben zugeguckt. Okay. Guten Morgen, du verrückter Typ. Wie war dein glücklicher Traum? Nun, dem glücklichen Traum
wenn deine Erfahrungen und die Leute, die du getroffen hast, irgendwie in deinem Leben oder die Leute, die du in deinem Leben getroffen hast und deine Erfahrungen im echten Leben in einer verschiedenen Anzahl an Formen auftauchen. In anderen Worten, was du in deinem Traum siehst, ist eine Fabrikation deines eigenen Geistes. Also nehmen wir auch keinerlei Rücksicht darauf oder Verantwortung darüber, falls irgendwas Schlimmes passiert. Du erntest, was du siehst. Das ist eine gute Chance für dich, eine neue Sichtweise auf deine närrische, verzwickte Art des Charakters und Personalität etc. etc. zu bekommen. Und bitte tu dein Bestes und leide. Das ist alles für jetzt. Also, einen glücklichen Traum. Das heißt, wir nehmen wieder hier die Medizin. Okay. Wir haben sie benutzt. Hier ist wieder das Fenster. Ist das hier das gleiche? Ja, das ist das gleiche. Bla bla bla. Gut. Achso, ich kann hier drin gar nicht speichern. Was ist hier jetzt? Wir haben Post, das sehe ich auf jeden Fall. Faria. Hallo Russell. Willkommen in der Dreams and Guidance HD Brand Shop. Puh. Ich habe gerade meinen Shop fertig gemacht hier und nun kann die richtige Arbeit beginnen. Also, ja, richtig. Dieser Shop ist ein Ort, wo wir dich hinsenden können, wo auch immer du schon warst. Ja. Nun, es wird am besten sein, wenn du es einfach mal ausprobierst. Und wir sollen dann die Skulpturen einfach berühren. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir gucken noch einmal hier kurz unsere Nachricht an. Da ist ein Flyer in dem Postfach. Lass mal sehen. Open today. Das ist der Informationsshop Informaschun. Und mit dem blauen, himmelsblauen Dach. Okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Gucken einfach mal, was die nächsten Folgen so bringen. Und vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.